Ich bin gerade beim Donut Fimulieren und jetzt habe ich mir gedacht, schalte ich spontan die Kamera mit ein und nehme euch mit, weil ihr schaut das ja ganz gerne, wie ich so Sachen mache. Genau, ihr seht hier, ich habe hier wieder meine Glasplatte, auf der fimuliere ich immer. Dazwischen immer schön mit Feuchttücher abwischen, ist immer gut. Nicht zu viele Flusen im Fimo drinnen sind. Dann habe ich mir hier schon meine Portionen hergerichtet. So braun-beige oder so ockerfarbenes Fimo und weiß für den Zuckerguss. Was ihr noch braucht, ist ein Messer oder diese Klinge hier, die ist ja von Original Fimo, einen Strohhalm, so ein bisschen einen dickeren. Und dann braucht ihr noch Zuckerstreusel zum Verzieren von den Donuts, aber das sind jetzt keine normalen Zuckerstreusel, die man zum Backen verwendet, sondern die sind aus demselben Material wie Fimo, also Polymer Clay heißt dieses Material. Und die sind super geeignet, weil die kann man vor dem Backen auf die Donuts geben und also die dann mitbacken im Ofen quasi, da passiert dann gar nichts. Jawohl, also ihr nehmt euch so ein Stückerl von euren Ocker und macht eine Kugel. So, die Kugel wird flach gedrückt. Und dann nehmt ihr euch ein Stück Weiß, ein bisschen weichkneten. So, macht auch einen Kugel. Und dann drückt ihr das auch flach und schaut aber beim Flachdrücken, dass ihr so wie so Nasen so rauszieht. Ihr seht das, glaube ich, ganz gut bei mir, dass hier so Wellen entstehen. Also ich nehme das hier so und ziehe das richtig so ein bisschen raus. Das kann ganz unregelmäßig sein. Umso echter schaut der Zuckerguss dann aus. So, bin ich jetzt zufrieden, dann legt ihr euch das auf euren Donut, drückt euch das an. Genau. Ja, seht ihr ja, das schaut jetzt so aus, als würde hier der Zuckerguss so runterlaufen. Und dann nehmt ihr euch den Strohhalm und stecht euch in der Mitte das Loch heraus. Da könnt ihr ruhig so ein bisschen herum wackeln. Dann geht das schön raus, wie ihr seht. Und euer Grundgerüst vom Donut ist einmal fertig. Genau, jetzt gehört er natürlich noch verziert, beziehungsweise zeige ich euch noch kurz einen Trick, wie ihr gerade speziell bei weißen Fimo so kleine Flusen rausbekommt. Moment, ich hole kurz was. Und zwar ist der Tipp, ihr nehmt euch Nagellackentferner. Ich habe hier acetonfreien. Macht sich so ein Wattepad voll. Ich weiß nicht, ob es mit welchem mit Aceton auch geht oder ob das den Fimo schadet. Ich mache es immer mit acetonfreien, das geht ganz gut. Und zwar könnt ihr jetzt, ich
Bin mir nicht sicher, ob man ja, hier sieht man ein bisschen die Flusen. Und wenn ihr darüber geht, schaut es mit einem Wischer, gehen die weg. Also dieser Nagellack, der nimmt so quasi wie die erste Schicht runter. Und das ist echt ein mega cooler Tipp. Also ich verwende den immer, damit das Fimo wirklich schön ausschaut und eben keine Flusen dann drinnen sind. Vor allem beim Weißen. Genau, wollte ich euch nur kurz zeigen. Ich mache das ganz kurz hier bei denen auch noch. Ihr seht, das geht mega schnell. Und dann werden wir zusammen noch die Zuckerstreusel drauf geben. So. Sehr schön. Ich weiß jetzt nicht, welchen wir hatten, aber ist ja egal. Ich nehme jetzt einmal den hier. Nehme die Zuckerstreuseln her. Gib mal ein paar hier raus. Und dann nehme ich mir hier so einen Stift, so einen Perlenpicker, so einen Wachsstift. Mit dem geht das ganz gut. Und setze mir da schön punktuell meine Streusel drauf. Ich zeige es euch ein bisschen näher auf der Hand. So ist, glaube ich, ganz gut. Richtig schön reindrücken und schauen, dass nicht die Farben so oft die gleiche nebeneinander ist. Ja, ich glaube, ihr könnt sich ganz gut vorstellen, wie ich das mache. Ich werde es auch wieder ein bisschen runtergehen, da tue ich mir doch leichter, wenn ich beide Hände habe. Ach, manchmal wollen sie nicht so wie ich mit dem Perlenpicker. Aber prinzipiell mag ich den ganz gerne. Was haben wir noch nicht? Da gibt es noch so ein helllila. Ein schönes Gelb fehlt noch. Hier geblieben. Zack. Immer hier noch blau und auch, dass die immer ein bisschen in andere Richtungen schauen, also dass nicht alle in eine Richtung zeigen, die Streusel, sondern wirklich schön durcheinander, als hätte man sie eben einfach mal ebenso drauf gestreut. Das blaue. Hoppala, ich sehe gerade, ich bin gar nicht mehr so im Bild. Entschuldigung, aber ich habe jetzt eh nichts anderes gemacht als diese Streusel hier raufgegeben. Dann nehme ich noch einmal lila. Ein grünes darf hier noch her. Könnt das machen, wie ihr wollt, natürlich, wie es euch am besten gefällt. Und hier noch eines, und zwar ein rosanes. Zack. So, so bin ich sehr zufrieden. Das schaut jetzt so aus. Richtig schön. Könnt ihr es noch einmal umdrehen und hier noch mal die Rückseite ein bisschen mit die Finger glätten. Und wenn das dann für euch okay ist, dann steckt ihr noch den, also vorausgesetzt ihr wollt einen Anhänger draus machen, steckt ihr noch einen kleinen,
eh schon wissen. Mir fallen hier an, wie die heißen. Ich glaube Ösenstift. Ja, Ösenstift hinein, damit ihr dann ein Loch habt. Dann könnt ihr jetzt aussuchen, wo oben und unten sein soll. Ich hätte ganz gerne, dass dieser Donut. Oh, wie gefällt es mir? So. So gefällt es mir ganz gut. Dann steckt sie eben den hinein. Und so wird das Teilchen gebacken, laut Packungsanweisung von eurem Polymer Clay. Ich habe ja das hier vom Action und das ist bei 130 Grad Ober-Unterhitze. Ich glaube eine halbe Stunde. Schaue ich mir gleich noch einmal an. Und dann sehen wir uns wieder. Fertig gebacken schaut der jetzt so aus. Schön hart. Als nächstes, wie schon bei der Avocado, nehmen wir diesen Ösenstift raus und geben stattdessen so einen, wenn mir die Worte immer einfallen würden. Schrauböse, genau, drehen eine Schrauböse rein. Das haltet am besten, finde ich. Genau. Und zu guter Letzt wird dann noch glasiert, also lackiert. Und zwar hier lackieren wir nur oben die Zuckerglasur, damit eben der Effekt da ist, dass ja wie bei einem echten Donut die Glasur glänzt und der Teig, der gebackene, ist ja matt. Ihr könnt den auch mit einem matten Lack lackieren, aber ja, ist nicht unbedingt notwendig, weil ich nehme immer vom Action diesen Gloss-Lack für die glänzenden Sachen und da gibt es, Moment, den gleichen auch in matt, wenn ihr das wollt. Mache ich manches Mal auch, aber ja, bei den Donuts, wie gesagt, finde ich es jetzt nicht vonnöten. Ihr haltet euch den wieder mit der Zange. Dann braucht man natürlich was, wo wir den Lack raufgeben können. Hoppala, nehme ich ein kleines Zettel. Gebt euch ein bisschen Lack drauf. Ein Pinselchen. Und schön schauen, dass man, wie gesagt, nur die Zuckerglasur lackieren. Auch schön hier am Rand. Nicht vergessen. Da lasst euch ruhig ein bisschen Zeit. Umso schöner ist dann das Ergebnis natürlich. Und ihr seht, ich pinsel das richtig dick ein. Das schaut fast so aus, als würden die Zuckerstreusel verschwinden unter dem Lack. Aber wenn das dann trocknet, schaut das richtig gut aus. Zum Reinbeißen, sage ich euch. Dauert auch gar nicht lange. Die Donuts sind überhaupt schnell gemacht, finde ich. Ist vielleicht auch für Anfänger ganz gut, weil der echt leicht geht. Mit diesem Trick mit dem Strohhalm. Wenn es euch doch ein bisschen zu viel Lack ist, kann man das wieder ein bisschen runternehmen mit dem Pinsel.
Wenn man zu viel Lack drauf gibt und das dann trocknen lässt, dann kann es sein, dass er abläuft und unten ein Tropfen sich bildet. Das ist dann auch nicht so schön. Aber da kommt sie mit der Zeit drauf, wie viel oder wie wenig man da am besten nimmt. Wenn es ein bisschen drüber malt mit dem Glanzlack, kannst du das einfach wegwischen oder mit einem feuchten Tuch am besten. Schaue ich noch einmal. So gefällt mir das gut. Und dann kommt wieder mein Trick, und zwar mit der Büroklammer. Jetzt ist es ja leicht, man kann den Donut eigentlich unten auch noch angreifen, weil er ja nur oben lackiert ist. Büroklammer rein und auf einen Schaschlikspieß, und so klemme ich mir den Spieß zwischen zwei Gefäße, sodass das Fimo-Teil in der Luft baumelt, und so lasse ich das trocknen. Ich zeige euch gleich das fertige Endergebnis. Und das ist das Endergebnis. Nicht wundern, warum ich Handschuhe an habe, ich bin gerade am Harzgießen. Also, ihr seht hier ganz schön den Effekt, dass die Zuckerglasur eben schön glänzt, weil wir sie lackiert haben und der Teig sozusagen matt ist. Ja, dann hoffe ich, dass euch auch dieses Fimo-Tutorial von mir gefallen hat. Wenn dem so ist, schreibt mir das gerne in die Kommentare, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert auch gerne kostenlos meinen Kanal. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, und bleibt gesund und passt gut auf euch auf. Tschüss!